Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Peacock Café. Hier das Peacock Café, da habe ich neulich ein eigenes Video zu gemacht. Das habe ich vor einiger Zeit erst entdeckt hier unmittelbar bei mir in der Nachbarschaft. Ich muss mal trinken, Prost. Das ist mitten in einer Klosteranlage. Und sehr, sehr schön auf Donation-Basis. Es gibt hier keine Preisliste. Wir haben zwar Rezepte da hängen, wie sie was machen, aber da steht nicht dran, das kostet so und so viel. Da steht eine Dose, da schmeißt man was rein. Ihr seht es jetzt nicht, aber hier ist eine wunderbare Terrasse mit weitem Blick übers Land und draußen scheint die Sonne. Und ich habe das zum Anlass genommen, mich heute mal auf meinen Scooter zu setzen. Ich bin nach Champhong gefahren, zum ersten Mal gefahren, wieder mit dem Scooter nach meinem Riesenbrassel mit dem Rücken. Mir hatten ein paar Zuschauer geraten, hol dir mal was zur Muskelentspannung, dann nimmst du das abends. Dann entspannt sich der Rücken und dann geht der Druck da raus. Das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, die Apothekerin war total überzeugt von dem Zeug, was ich hier gekauft habe. 75 Baht, da ist Paracetamol drin und noch ein anderer Wirkstoff. Steht auch in Englisch drauf, alles gut. Dann mein normales Blutdruckzeug, das hole ich immer direkt für zig Monate. Jetzt habe ich wieder 3 Monate Ruhe. Und um das Video mal mit etwas Fröhlichem zu starten, ich habe tatsächlich Anisbonbons gekriegt. Ich liebe Anisbonbons, ich liebe Lakritz. Und ich wusste nicht, dass es die hier in Thailand gibt. Ich habe es auch noch nicht probiert, aber Fisherman's Anis, super, freue ich mich total drauf. Werde ich heute Abend beim Schneiden dieses Videos kimmeln und dann blende ich euch unten ein, ob die lecker sind oder nicht. Also total schön, ja. Das ist aber eigentlich nicht Zweck dieses Videos. Ich wollte es nur gerade mal schnell noch erzählen zwischendurch. Man kann ja auch mal mit was Nettem, Normalen anfangen und was Freudigem. Anisbonbons ist für mich was sehr Freudiges. Ich wollte euch erzählen, dass ich heute ist Dienstag. Genau, letzte Woche Mittwoch ist ja der Michael gestorben. Und seine Frau, die Hanna, die war ja zu dem Zeitpunkt in Korea. Die Tochter hat mich noch aus dem Krankenhaus angeschrieben. Da konnte ich aber nicht mit meinem Rücken, sonst wäre ich da hingefahren irgendwann früh morgens. Abends war er dann tot. Die Hanna ist per Flug zurückgekommen aus Korea. Hat mich dann von Bangkok aus nachts irgendwann angerufen, ich bin in Bangkok, morgen früh melde ich mich, und hat sich dann auch gemeldet und das auch völlig in Ordnung. Dafür sind Freunde da. So. Dann ist die Hanna am Sonntag zu uns gekommen mit ihrer lieben Tochter und einer ihrer beiden Töchter. Und wir haben etliche Stunden zusammengesessen und haben einfach mal, sie hat einen Berg Unterlagen mitgebracht und den Laptop und das Telefon. Und sie hat mich einfach geholfen, gebeten, ihr zu helfen, das alles mal irgendwie zu sortieren, weil ja vieles auch in Deutsch war. Und sie kann gut Englisch, aber kein Deutsch. So. Dann war ich total froh, als da 2 Ordner waren, Sterbevorsorge. Ich wusste, das sind die Ordner, die die evangelische Kirchengemeinde mal irgendwie zusammengestellt hat. Da dachte ich, oh, da ist alles drin, alles unterschrieben. Die waren beide, also der eine war komplett leer. Also es war alles drin, aber nicht ausgefüllt. Und bei einem war ganz viel angekreuzt, aber nichts unterschrieben. Also lieber Michael, falls du irgendwo bist und dieses Video siehst, da oben oder sonst wo, fühle dich von mir symbolisch in den Hintern getreten. Das war nicht in Ordnung. Da war ein Testament, was auch formell nicht richtig ist, aber der Manfred Kricker vom Deutschen Hilfsverein, der da auch ganz intensiv dran ist und hilft, sagt, das kriegt er hin. Ja, dann gibt es natürlich noch die Helfen. Germany GmbH, da verplapper ich jetzt hier auch keine Geheimnisse, weil das habe ich ja mit Michael zusammen in den Videos immer wieder gesagt, er hat eine deutsche GmbH. Das ist natürlich auch schwierig, das muss jetzt von Thailand aus irgendwie geregelt werden. Dann, ich muss jetzt immer überlegen, was plapper ich hier in der Öffentlichkeit raus und wo halte ich lieber meinen Mund, aber was ich sagen kann, ist natürlich, dass der Michael laufende Projekte hatte, dass da auch, ist auch kein Geheimnis, dass da Gelder geflossen sind und das jetzt nicht klar war,
Oder dass eigentlich klar war, dass diese Projekte jetzt nicht zu Ende geführt werden können, weil, wenn der Michael nicht mehr da ist, fehlt der GmbH natürlich das monatliche Einkommen. Das war an seine Person gebunden. Und weil auch nicht klar war, was da noch für Leichen im Keller liegen. In Deutschland war es der Hanna ganz, ganz wichtig, dieses Geld, was schon da war, was für einen guten Zweck war, was auch für einen guten Zweck beantragt war und genehmigt worden war, möglichst schnell wieder an die Leute zurückzugeben, die es gegeben haben. Und das war eine sehr große Summe. Das haben wir dann gestern hingekriegt. Ich bin also gestern nochmal nach Chiang Mai gefahren. Die Hanna war angeschrieben. Hanna, ich habe jetzt mit den Leuten gesprochen. Ich weiß, wo ich es hinschicken kann. Und die wissen, warten drauf. Ich dachte, ich bin gerade im Krankenhaus, der Leichnam ist freigegeben. Ich bringe ihn jetzt in die Kirche, da wird er aufgebahrt. Ich sage, prima. Wir treffen uns in der Kirche. Also muss man sagen, die arme Hanna, die ist gerade natürlich auch, aber ich glaube, die läuft gerade so ein bisschen im Schockmodus. Gott sei Dank sind die Töchter da, die ihr da wirklich helfen. Und was auch da ist, der Michael war sehr geschätzt hier, von sehr vielen Leuten. Und ich habe einen Anruf aus Afrika bekommen von jemandem, der lange bei der deutschen Botschaft war, der jetzt in Afrika ist. Ich habe von so vielen Leuten Nachricht bekommen. Hier, Stefan, ich habe mitgekriegt, du regelst da ein paar Sachen. Brauchst du Hilfe? Was können wir tun? Das ist toll. Also dafür sind Freunde ja da, dass man sich hilft. Und der Michael mit seinem Engagement hier hat sich viele Freunde gemacht. Und dann ist natürlich immer die Frage, so, wenn da jetzt jemand ist und der gibt immer, ist man dann auch noch Freund, wenn der nicht mehr da ist? Aber das sind die. Also ich kann nicht sagen für alle, aber zumindest mal die, die sich bei mir gemeldet haben, gesagt haben, hier, was können wir tun? Und ja, morgen ist die Beisetzung. Morgen fahre ich wieder nach Chiang Mai mit dem Auto, aber mit dem Scooter schaffe ich das nicht. Zumal ich den Dan und die Susan mitnehme, also Dan Kinderheim mit seiner Frau, die ja auch schon lange Zeit monatlich mit einer kleinen Summe unterstützt worden sind. Von Michael, das fällt jetzt auch weg. Umso froher bin ich, dass wir das da mit der Buy Me a Coffee-Seite für die hingekriegt haben und dass die jetzt regelmäßig bei Facebook posten. Und weil die würden jetzt ganz alt aussehen. Also wenn das auch noch wegfallen würde und nichts anderes da gewesen wäre, wie soll das funktionieren? Mit seinem Nachtwächtergehalt da ganz bestimmt nicht. Aber da haben wir irgendwie, das haben wir gut hingekriegt, sag ich mal. So, das läuft jetzt, da haben sich einige von euch auch bereit erklärt, monatlich eine kleine Summe zu geben. Und das kann da weitergehen. Die müssen jetzt gucken, dass sie diese eine Summe noch mal ein bisschen auffangen da von Michael, aber das kriegen wir hin, bin ich mir ganz sicher. Bin ich mir total sicher, das schaffen wir. Ich bleibe da auch dran, ich werde auch weiter vom Dan erzählen und vom Kinderheim erzählen und es gibt ja auch mal wieder mal neue Zuschauer hier auf dem Kanal. Und die posten selber fleißig jeden Tag. Und die Facebook-Seite von denen wächst. Ihr findet natürlich alles, worüber ich heute rede, unten auch in der Videobeschreibung. Also die Facebook-Seite, die Buy Me a Coffee-Seite und, und. So. Das ist im Moment so der Sachstand. Was ein Problem natürlich jetzt noch ist, auch da erzähle ich keine Geheimnisse, denke ich. Also ich muss auch sagen, ich habe auch mit einem der Söhne von Michael in Deutschland gesprochen und ich bin also mit der Familie im Kontakt. Ja. Was natürlich jetzt ein Problem ist, da ist eine GmbH in Deutschland. Das muss ja jetzt irgendwie geregelt werden. Ich denke mal, dieser Part hier in Thailand mit Erbe und so, das macht der Manfred Krickau. Da ist das auch in allerbesten Händen. Der wird sich auch um den Part Rente kümmern, Witwenrente, wenn es da überhaupt, der Michael hatte so eine, der ist ja schon 40 Jahre hier, der hatte so eine winzige Rente, 100 Euro, davon kriegt sie jetzt, weiß ich nicht, 60% oder so, ich habe keine Ahnung. Aber immerhin, das ist besser wie nichts. Ja. So, und dann wird die Hanna neben ihrer Tätigkeit als Priesterin für diese Kirche, wo sie natürlich auch ein kleines Honorar kriegt, wird sie irgendwas machen müssen. Aber das ist eine ganz patente Frau. Also da bin ich auch sehr zuversichtlich. Das kriegt die hin. Auch die Töchter habe ich jetzt beide kennengelernt. Ganz patente Mädchen. Michael hat viel von denen erzählt, aber jetzt habe ich sie halt selber kennengelernt. Und ich glaube, die schaffen das.
Die brauchen jetzt einfach Zeit. Die brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu organisieren und erstmal jetzt den Michael vernünftig verabschieden. Wie gesagt, morgen ist die Beisetzung. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn ihr diesem Kanal hier sehr intensiv folgt, dann wisst ihr, dass dieser Kanal hier eine Zeit lang nicht gefunkt hat, weil der zu war. Und es gibt einen zweiten Kanal von mir, der heißt Thailand entdecken. Und in dieser Zeit, wo dieser Kanal hier zu war, habe ich auf Thailand entdecken zwei Videos zum Thema Testament, Sterbevorsorge veröffentlicht. Eins, da bin ich bei einer Veranstaltung vom Deutschen Honorarkonsulat in Chiang Mai gewesen. Da gibt es auch ein Handout, aber die Infos darüber erfahrt ihr alle in dem Video. Und dann habe ich ergänzend da nochmal ein Video dazu gemacht. Und ich kann euch allen nur raten und kann euch nur bitten, im Namen eurer Angehörigen und Freunde, kümmert euch um euren Scheiß. Entschuldigt bitte die Wortwahl. Das geht nicht. Ne? Also so ein Durcheinander zu hinterlassen, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Ich meine, Michael hat immer gesagt, ich werde 90 oder 100. Das hat er sich fest vorgenommen und dann fällt er die Treppe runter und ist tot. Ja, tut mir erstmal sehr, sehr leid um den Michael. Fällt mir auch nicht so leicht. Ich habe einen guten Bekannten, wenn nicht sogar Freund verloren. Aber nochmal, wenn du zuhörst, fühl dich bitte von mir höchstpersönlich virtuell in den Hintern getreten. Das war nicht in Ordnung. Und Johanna muss das jetzt ausbaden. Gott sei Dank hast du dir so ein Netzwerk von Leuten aufgebaut, von Freunden aufgebaut, die jetzt helfen. Das bin ja nicht nur ich. Und ich bin ganz froh, von morgen auf der Beerdigung habe ich mich mit ein paar Leuten verabredet. Dann können wir auch mal überlegen, wer kann welchen Part übernehmen. So. Dass das auch... Also ich bin halt froh, wenn man... Sowas ist halt gut, wenn man dafür jemand anders was macht, dass man das mit mehreren besprechen kann. Dass man es aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Was ist denn jetzt hier die beste Entscheidung oder wie macht man es am besten oder wen informiert man zuerst und dann als nächstes... Eine GmbH hat mit Sicherheit einen Steuerberater in Deutschland. Wer ist das? Und das sind tausend Sachen zu klären. So. Jetzt muss ich aber noch was gestehen. Ich habe ja diese beiden Videos gemacht. Ich habe das alles bei mir zu Hause auf dem Stapel liegen. Ich habe die Patientenverfügung dreisprachig. Findet ihr einen Link in den Videos. Dreisprachig. Thai, Englisch, Deutsch. Da liegen. Nur noch nicht ausgedruckt. Aber ich habe sie auf dem Desktop liegen. Ich muss die nur noch ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben. Ich habe es noch nicht getan. Ich habe das Testament noch nicht gemacht. Also sobald das jetzt hier mit dem Michael rund ist, werde ich mal einen Tag in Medias Res gehen und mal eine Liste machen von allen Familienmitgliedern, wie man die erreichen kann, von allen Bankkonten, Testament, Pflegevorsorge, also hier so Patientenverfügung. Das muss gemacht werden. Das ist alles überhaupt nicht schwierig hier in Thailand. Das ist total easy, wenn ihr diese beiden Videos guckt. Ich blende euch die hier irgendwie ein, wenn das geht. Man kann nur eine bestimmte Anzahl Videos einblenden. Ansonsten in der Videobeschreibung gar kein Problem, da findet ihr die. Regelt bitte euren Kram. Das ist wichtig. Das ist total wichtig. Und sucht euch schon mal vorher jemanden raus, dem ihr ein bisschen was erklärt. In meinem Fall ist das unsere Tochter, unsere gemeinsame Tochter. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich mich mit der auch mal hingesetzt und habe gesagt, guck mal hier, da stehen vier Ordner im Schrank, die gehen wir gerade mal durch. Da ist das, da ist das, da ist das. Es ändern sich ja aber auch immer Dinge. Also vielleicht muss man so einen Ordner auch, wenn ihr das schon gemacht habt, vor 5 Jahren nochmal in die Hand nehmen. Vielleicht gerade nochmal ein Datum und eine Unterschrift unter das Testament setzen, das klar ist, das gilt immer noch. Mal gucken, ob da noch alles up to date ist, ob die Konten, die da aufgeführt sind, überhaupt noch existieren, ob vielleicht noch was dazugekommen ist. Kümmert euch um euren Kram, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich habe gerade live erlebt, wie wichtig das ist. Macht das bitte. In diesem Sinne, Shokti, macht's gut. Liebe Grüße aus diesem wunderschönen Peacock-Café. Auch das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, wenn ihr mal in der Gegend seid. Das ist nicht unweit von Chom Tong. Das ist schon auch ein besonderes Plätzchen. Macht's gut. Seid nett zueinander. Tschüss.